Hallo Leute und herzlich willkommen zu Anxiety Lost Night. Ich mache jetzt die Kopfhörer mal noch nicht ganz rein, weil das Spiel war vorher sehr laut. Wieder mal ein Horrorspiel. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und drücken auf Start. It's okay. Not to be okay. Everything is gonna be alright. Just need to calm down and drive. It's okay, just a little bit more. What? No, not again. Not now. Shit, come on! Hä? Direkt jetzt ein fetter Jumpscare. Hä? Wir sind im Auto? Kann ich fahren? Nee. It's dark outside. Oh, actually, ja. Schon wieder das Mikrofon ausgeschaltet, ey. Okay, there should be a bus station nearby. Okay. Kann ich. I need a map. Oh, jetzt kann ich hier interagieren. Where I am. Where? Oh, what? Hä? Was muss ich machen? I should see the map. Okay. Oh, nee. I should able to walk there. Sind wir bei diesem Kreuz hier? Ich glaube, ne? Oh, lol. Huch. Was ist das? Ah, das muss hier durch. Oh, scheiße. Okay. I have to go outside. Hm, a cougar, was ist das denn? Probably to, well, I should start the car again. Okay. Oh, scheiße. Crap, it's not working. Hör, wir fahren. Leute, ich will eigentlich mit euch sagen, das Spiel ist gerade abgestürzt. Aber obviously konnten wir ein bisschen fahren, von daher. Also irgendwie ist das Auto einfach losgefahren. Aber wir können das skippen, das ist sehr nice. So, genau, ein bisschen umschauen. Und ja, oh, okay, die kann man auch runterklappen, alles klar, ja. Grab, drop. I need the key. Okay, ich starte jetzt hier mal das. Ach, scheiße. Ich starte hier mal das Auto neu, beziehungsweise ich versuch's. Shit, what's that? Okay, ja, wir fahren jetzt. Nee. Hä, guck, wir fahren ganz langsam. Oder nicht? Nee, hä? I should start the car again, okay. Crap! It's not working. Ja, das ist halt scheiße, ne? Hm. Should I call my mechanic an? Also sind hier zum Teil ganz komische Sounds. Hä? Wir rollen doch so ein bisschen. I didn't save his number. Ja, hey, Google doch. It's the one and only Deagle Double G. Should I have the business card somewhere? Was für eine Business Card? Man sieht auch absolut wenig. Okay. Oh Gott. I have gave me a business card. Also, okay. Wieso kann ich das jetzt nicht aufheben hier? Wo ist denn seine freaking Business Card? Maybe it's in the hier oben? Oh. Ah. Ne, ah, doch, guck. Ja, und nice, ey. Können wir ihn ja jetzt anrufen? Ah, it's me. Oh, nee. Da ist noch schlecht empfangen. Ma'am? Sind wir eine Frau? What? You're doing that? At this time? Just trying to help me. Okay, es ist 10 Uhr 29, hä? Halb 11 und es ist so dunkel? Alright. Try to turn off the electronics on your car. It worked last time, right? Okay. Also muss ich hier aussteigen eigentlich? Oder wir starten ihn einfach nochmal. You have given me a note what it is. It is what it is. Ja, aber wie komme ich denn hier jetzt raus? Also ich höre halt ganz komische Sounds. Was ist das? Ich würde halt echt gerne wissen, wie ich hier rauskomme irgendwie. Okay, das Spiel ist wieder abgestürzt, nice. Hä? Wieso stürzt das immer ab? Habt ihr das auch gesehen? Hä, da ist doch vorhin gerade irgendwas durchgerannt. Feiere diese Hupe. Und was ich weniger feiere, ist, dass ich irgendwie komplett lost bin, Alter. Hä,
Hey, es ist so unfassbar dunkel, ne? Und ich weiß nicht, was ich machen muss. Also, der Typ redet irgendwie auch nicht mehr. Es ist einfach fertig jetzt. Kann mal versuchen zu starten. Kann man noch ein bisschen hupen. Gott. Was? Was? Ich hupe mal weiter. Der will vielleicht nur seine Ruhe und ich fuck ihn komplett ab. Aber egal. Bruder. Boah. Gibt's hier gar kein Ending? Also ich bin sprachlos. Also hä? Was? Was ist jetzt passiert? Also irgendwie hat das Ding mich gejumpscared, weil ich gehoopt habe und es abgefuckt habe und jetzt war ich Game Over. Okay Leute, es war ein bisschen weirdes Spiel. Ich hoffe in Zukunft werden ein bisschen bessere Indie-Games kommen, aber das Problem ist, Indie-Games sind halt so von kleinen Entwicklern, Alter. Meistens allein haben die das Spiel gemacht und dann ist es halt immer so ein bisschen kritisch, ob die Spiele auch gut sind oder nicht, und es ist schwierig, sie vorher abzuwägen, und ich habe halt auch nicht die Zeit, das erstmal selber ein bisschen anzuspielen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao. Meine Stimme.